Herzlich willkommen bei Amazing Reviews. Heute zeige ich euch ein kleines Tutorial, wie ihr ganz einfach Figuren, wie beispielsweise aus Clash Royale, aus ihrem Hintergrund herausschneiden könnt mit der Funktion des Zauberstabes. Dazu benötigt ihr erstmal die kostenlose Software namens GIMP. Die könnt ihr euch im Internet herunterladen und dann einfach auf eurem Computer installieren. Anschließend fügt ihr euch das jeweilige gewünschte Bild ein und schneidet erstmal diese Figur ganz grob heraus, damit wir unseren Aufwand für den nächsten Schritt schon mal etwas minimieren. Wir gehen nämlich über die Farben, denn der Zauberstab hat die Funktion, den Farbverlauf zu erkennen, je nachdem wie stark euer Schwellenwert eingestellt ist. Das zeige ich euch jetzt erstmal. Das ist der Zauberstab und den müsst ihr zunächst auswählen. Für diesen Prozess müsst ihr das zweite Kästchen von links aktivieren, das ich euch hier gerade zeige. Das bedeutet eigentlich nur, dass wir mehrere Farbverläufe simultan auswählen können. Die Farbverläufe hängen vom Schwellenwert ab, wie wir gerade hier sehen. Ein hoher Schwellenwert besagt, dass der Farbverlauf relativ weit gefasst ist. Ja? Ein Schwarz ähnelt dem her auch einem Dunkelblau. Wenn wir den Schwellenwert aber geringer auswählen, dann kann er detailliertere Unterschiede in Farbverläufen erkennen. Das müsst ihr jeweils von Bild zu Bild für euch selber entscheiden, welchen Schwellenwert ihr anwenden müsst. Ist der Hintergrund relativ identisch mit der Figur selber, so werdet ihr einen geringeren Schwellenwert anwenden müssen. Ansonsten reicht auch ein höherer. Höhere Schwellenwerte erleichtern natürlich die Arbeit, denn wir benötigen dann weniger Zeit, das Ganze auszuwählen. Hier das Endresultat zum Beispiel. Ich zeige es euch jetzt mal mit einem Bild, wo der Hintergrundunterschied relativ stark ist. Hier ganz einfach, in ein paar Klicks können wir den Hintergrund entfernen. Gut, im rechten unteren Teil haben wir wieder einen ähnlichen Hintergrund. Demnach brauchen wir einen niedrigeren Schwellenwert, um da klarzukommen. Soweit so gut zu diesem Prozess. Wenn wir bereits den Hintergrund jetzt ausgewählt haben, müssen wir noch zwei Steps beachten. Und zwar erstens müssen wir Command und A drücken. Das heißt, wir wählen den ganzen Bereich aus, den wir da gerade eingetippt haben. Und zweitens müssen wir noch Command und I wählen, damit wir den ganzen Spaß invertieren können. Warum müssen wir invertieren? Weil wir den Hintergrund ausgewählt haben. Wenn wir jetzt Copy and Paste klicken, dann wählen wir auch den Hintergrund aus und kopieren ihn in eine neue Ebene. Wenn wir das Ganze jetzt aber invertieren, dann wählen wir natürlich den Bereich aus, den wir nicht angeklickt haben. Und in dem Fall wäre es die Rakete. Also das Invertieren nicht vergessen. Am Ende könnt ihr noch kleinere Details anpassen, wenn etwas noch nicht ganz sauber ist. Aber ansonsten war es das soweit. Genau, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und wenn dem so ist, dann hinterlasst gerne ein Like. Abonnieren nicht vergessen, bleibt auf dem aktuellen Stand. Wenn ihr weitere Ideen habt, welches Video ich vielleicht noch erstellen sollte, ob ich noch ein weiteres Tutorial geben sollte, dann gebt mir doch bitte Rückmeldung. Ich mache das für euch gerne. Und ansonsten bleibt dabei. Bis zum nächsten Amazing Review.